So, und da sind wir auch wieder bei State of Decay. Das letzte Mal haben wir Lillys Bruder gerettet. Und jetzt gehen wir endlich mal zum Waffenladen. Ich glaube, die mögen sich hier. Aiden, hallo Aiden. Hey, how are you? Bitte, Aiden Komatsche, dich zu begleiten, um mit dir zu kämpfen. 100 Einfluss. Kostet auch so Geld, oder was? Lass ihn mal da. Ich möchte ja eigentlich nur erstmal zum Waffenladen ein bisschen Munition rankarren, dann haben wir ein bisschen mehr als die 15 da. Das letzte Mal haben wir hier ja ein paar Dinger freigeschaltet. Haus, Ressourcen, Essen. Guck mal, die sind sogar noch freigeschaltet, das ist natürlich super. Das eine Haus dann in der Mitte, das kann ich eigentlich mal durchsuchen. Aha, warum sagt ihr das jetzt? Muss ich das verstehen? So, dann haben wir ihn mal platt und spielen Golf. Ja, ich glaube auch, dass die unsere Verteidigung da gut sind. So, jetzt gehen wir mal wirklich mal in das Haus hier rein. Hey, you. Zack. So einfach mal gegen die Wand drücken und dann mal irgendwo gegenhauen. Schon ist er weg. Hier sieht es friedlich aus. Zumindest erstmal. You think it's an evac route? I don't know. There hasn't been anything on the radio. Weird. Okay, I'll check it out. If they've got a helicopter, maybe they can get us the hell out of here. We might want to send somebody with military experience. I don't know, maybe they'd respond better. We found Doc. He's out at the old Barrett place, looking in on one of the Wilkerson boys. So he'll come see Ed next? Yeah. Only, you're going to need to go get him. From the sound of things, they're penned in pretty good. Great. Okay, I'm on my way. You might want to come back and restock. You don't want to rush in unprepared. Okay, wir müssen also den Doc holen und das Militär ist da. Glaubst du, Militär werden wir aber Maya schicken? Einfach, weil sie ja auch Militärhintergrund hat. Zumindest habe ich das so verstanden. Nichts mehr da. Warum sind denn die Schränke noch hier angezeigt? Ach, das sind die Räume. Da ist wieder einer, aber wir gehen mal raus. Oh, das hat weh. Ey! Arschloch! Komm weg da! Warst du schon müde? Wie, du bist schon müde? Du bist doch... Okay, er ist müde, dann, das ist ja schade. Na egal, ich gehe trotzdem zum Waffenladen, einfach weil ich sowieso vorhatte. That's not good. Und, der ist im Lager oder was? Hallo, passt ja auch mal auf da oben. Vielleicht solltet ihr keinen Müden darauf lassen. Gefahr, Tobsüchtiger gesichtet, wo soll denn der sein? Ach, ist mir auch egal. Komm, wir karren die Lebensmittel rein, steigern die Moral ein bisschen. I saw a few of those army jeeps driving around while I was in Malta. That's great. You should go talk to them. I don't know. Didn't look like they were doing much of anything, just driving around, watching. What? I wouldn't worry about it. I'm sure they're just the advanced scouts. The main force is going to be here any day, and they're here to take care of us. Hey, would I lie to my favorite little sister in the whole world? Also das Zwischenmenschliche scheint hier doch noch recht groß zu sein. Hallo? Der ist verletzt, der muss sich erst heilen, natürlich. Ist das der Tobsüchtige hier? Army-Sichtung. Hol Hilfe von der Army, das werden wir auch noch machen. Keine Angst, allerdings wie gesagt, mit Maya wäre zumindest am besten. Was sagt denn unser Camp da oben? Außenposten. So we still got some stuff to take care of out there. You may need to hurry. Was? Wo soll ich? Wo ist der Arzt? Wo ist denn der Arzt dann? Sehr seltsam. Also hier ist das Militär, aber der Arzt ist nicht da. Na, wie gesagt, erstmal Waffenladen und dann können wir uns um das Militär kümmern.
Tobsüchtiger gesichtet. Wo auch immer wir ihn gesichtet haben. Ich weiß es nicht, wie man auf der Karte sieht, ob man ihn überhaupt auf der Karte sieht. Erstmal machen wir uns ein bisschen... Oh, wir haben nicht mal viele Lebensmittel. Doch, wir haben noch Schmerzmittel und Codein. Sollte also kein Problem alles sein. Aber wie gesagt, erstmal Waffen laden. Ja, danke für den Tipp, den kenne ich aber schon. Warum macht es denn nicht? Ey, lass mich los, du Arsch. Kraftpaket, yay, Stufe 6. Na, aber schön, dass man immer noch was dabei kriegt, aber jetzt wirklich erstmal Waffen laden. Denn ein paar Munitionskisten könnten wir bei uns gut gebrauchen, können wir dann gegen andere Sachen tauschen, haben wir ja schon gesehen. Deswegen möchte ich die auch gerne ein bisschen vorher haben. Hier sind die Fremden, oder? Gut, vielleicht gehen wir einfach auf dem Weg zurück zu bei denen vorbei. Wenn wir ja sowieso schon mal hier sind, wie gesagt, Militär, schickt nur Maya hin. Denn sie hat ja Erfahrung beim Militär. Aber wo ist der Doc? Das verstehe ich doch nicht so ganz. So, wieder ein bisschen schleichen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Vitrinen. Suchen wir doch mal locker danach. Ich suche erstmal, werde aber noch nicht viel mitnehmen. Historisches Sammlerstück im guten Zustand. Okay. Die nehmen wir mal mit. Munition lasse ich mal gerade da. Vielleicht finden wir noch eine neue Schrotflinte oder sowas. Finde ich super. So eine große Waffe. Granatwerfer, die lasse ich auch mal da. Das bleibt ja hier. Das können wir nächstes Mal auch mitnehmen. Aber jetzt gehen wir erstmal... Ach, hier sind ja auch noch Schränke. Danach gehen wir erstmal die Treppe hoch noch. Nachschauen. Was wir da alles finden. Und dann nehmen wir das einfach mal mit, würde ich sagen. Granatwerfer. Also Granatwerfer wäre natürlich auch mal was Tolles, aber wahrscheinlich jede Menge Krach. Und kann dafür wahrscheinlich aber auch jede Menge ausziehen. Sollte aber was für den Notfall bleiben, denke ich, wenn wir mal jemals einen finden. Tussein gegen Schmerz nehmen wir auch mit. Kein Problem. So, dann schleichen wir uns mal hier rauf. Hier ist bestimmt noch was. Durch Ruhm begrenzt. Überlebenstaktik, täglicher Einfluss. Was auch immer das heißt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Gibt es eigentlich noch größere Rucksäcke? Dann. Munitionsvorrat. Okay. Kaliber 50. Kaliber 45. Die nehmen wir natürlich mit. Und die Munitionsvorrat nehmen wir auch mit. Roger that. We'll be waiting. Einen Schalldämpfer habe ich nicht, ne? Weil sonst würde sich natürlich die Waffe hier lohnen. Was auch immer das was heißen die ganzen Sachen hier? Silencer kann man drauf machen, klar. Ach, gehen die auch kaputt? Sieht aber dann wesentlich kaputter aus als die hier. Ja, egal, sollen wir uns erstmal nicht stören, weil jetzt gehen wir erstmal bei den Fremden vorbeischauen. Jawohl. Wie hat der uns denn da gesehen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie der uns gesehen hat. Da, jetzt ist er weg. Silla. Nein, ich möchte nicht zum Militär. Das ist Mayas Arbeit. Aber hier, ach, hier können wir drüber klettern. Oh, ich dachte, wie komme ich denn jetzt da durch? Na, wie wäre es denn einfach mal hier? Hallo? Jemand da? Hallo? 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 Hey! Gonna be a good day to kill Zeds. Gonna be a good day to kill Zeds. Und jetzt? Achso, die können nicht mit, oder was? What's a good word?
Zombies killen. Das ist das Wort. Ist aber keine gute Basis hier. Dann machen wir das mal weg und gehen nach Hause. Handelsmöglichkeit. Ja, das können wir immer noch machen. Werden wir irgendwann mal machen. Aber erstmal wieder zurück nach Hause. Okay, die wollen also nichts mit uns zu tun haben. Aber stay strong out there. Ein Haufen voller Frauen. Das ist eigentlich auch mal ganz nett. Aber bringt uns wohl erstmal nicht so viel. Bist du tot? Bist du tot? Siehst du aus, hättest du keinen Kopf mehr. Dann bist du wohl tot. Mensch, habe ich auch keine Angst, dass du wieder aufstehst. Guck mal, er lehnt sich da an, als wäre er Gott im Himmel. Oh, ich habe mir doch die Werkstatt bauen sollen, statt die Baracke. Vor allem, weil bei dem Ding können wir eigentlich nicht viel ohne Werkstatt anbauen. Anfangen, was soll man denn jetzt damit? So. How's it going? I'm almost there. Ja. We'll crack open a cold one for you. Oh ja. Sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Ich weiß nicht mal, wo die sind, hallo? Oder ist das Militär dann? Ach, da ganz hinten! Das alte Farmhaus, den Dock holen, jawohl, machen wir auch noch. Holhilfe von der Army. Das will man doch nach, oder? Komm, machen wir jetzt schon. Da, zack. Army-Sichtung. Natürlich auch erstmal was Tolles, was wir machen könnten. There you go. Don't say I never gave you nothing. What you got? Oh, you know, stuff. Ja, Munition haben wir geholt. Was können wir mal loswerden? Das können wir mal loswerden. Carrier. Historisches Sammlerstück in gutem Zustand. Die möchte ich eigentlich behalten. Bringt auch nur 45. Weil sein Gepäck ist jetzt langsam mal voll. Zwei Platz hat er noch. Soll mir aber erstmal egal sein. Wo ist denn Maya? Sieht man das irgendwo? Nö. Also, wo bei einem Freund drin steht, die können wir auch mitnehmen. Er ist noch verletzt. Auf Mission, ja. Das ist ja er hier, ne? Aber erstmal wirklich, Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. Bla bla bla. Wo ist denn Maya? Shit, man. At this rate, it's only gonna be a matter of days before the zombies swarm in here and kill us all. Typical. We're gonna need some more. Da ist sie doch. Übernehmen wir mit ihr und gehen mal zum Militärarmeestützpunkt, haben wir ja schon markiert. Gefahr, Tobsüchtiger gesehen, ja immer noch, nicht wahr? Dann Maya, du bist mal am Weg, am Drücker. I'm on the move. Ich bin unterwegs. Jawohl, aber nicht zu denen, sondern zum Militär, denn die hat ja Kenntnisse vom Militär. Gehört ja selbst ein bisschen zu... Was war das? I don't know, was das war, aber ist ja auch egal. Wir schnappen uns mal das Militär und gehen mal vorbeischauen. Das ist ja nicht weit von hier. Hallo? Alles okay hier? Alles klar soweit? Corporal Torres. Sergeant Tan. It's been a while. What was it? 3 years? 2. Afghanistan. Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah? Gotta say, I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. You don't have to like orders to follow them. So what? We're on our own? Civilian CASAVAC isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well, then I guess I didn't see you out here. You better get going. The captain gets cranky when people contaminate her scene. Okay. Also die helfen uns wohl nicht. Verlasse das Gebiet. Oh, wenn die dann böse oder was? Schießen die auf uns? Seid ihr verrückt?
Wo ist denn mein Auto? Ich seid doch wahnsinnig, oder was? Ja, ich verlasse ja schon. Ich hau ja schon ab. Vertrauen verloren. Rücksichtige Fahrweise. Von wem denn? Hallo? So, when are they coming to get us? They're not. We're on our own. What? Fuck 'em. We've survived this long. We'll keep surviving. War ja auch irgendwie klar, dass das Militär uns jetzt nicht hilft, aber einen Hubschrauber habe ich nicht gesehen, oder? Wow. Okay, das heißt, wir laufen jetzt mal mit dem einen Typen lang. Damit Marcus sich noch ein bisschen ausruhen kann. Militär bringt uns das also nichts. Zombiejagd, Tobsüchtiger. Okay, das können wir natürlich auf dem Weg machen, wenn wir... Ach, das ist der. Da können wir die Jagd auf den machen, oder was? Kann ich mittlerweile Munition kaufen? Was brauche ich denn? 7,62 mm. Komisch, dass es immer die Munition gibt, die wir nicht gebrauchen können. Eine kurze Selbstverteidigungsversion des 1911ers. Für den polizeilichen und militärischen Einsatz. Wäre natürlich super, aber lassen wir mal gerade sein. Hallo? Wanna come with? Do some trading? I can carry this stuff and handle the negotiating. But some extra muscle never hurt. I'm on it. So, what do you say? Jo, machen wir doch. Wo müssen wir denn hin? War es so weit weg? Okay, das machen wir mit dem Auto, oder? Na komm. Na kommen Sie mit hierher. Ich habe da ein Auto, das hier steht. Weil zu Fuß mache ich das nicht. Nö. Kannst mich mal. Ich hoffe doch nicht zu Fuß dahin. Das ist ein Kilometer weit weg. Aber so haben wir schon gut was durchsucht hier. Wow, zumindest ein gutes Stückchen hier vorne. Sollte also erstmal ein paar Sachen gut haben. Munition, klar, Munition können wir immer wiederholen. Da ist wieder sowas, ey. Mann. Da haben wir noch Baumaterial. Baumaterial brauchen wir erstmal im Moment ja nicht, wie wir ja gesehen haben. Wir können im Moment auch nicht viel bauen. Ah, guck mal, wir hatten aber überlebt. Der ein einziger hat noch überlebt. So, Zombie-Horde getötet. Ausgeschaltet haben wir die. Die fahren jetzt mal irgendwo in die Richtung, wo wir nicht waren. Eben waren wir ja nur links nachgefahren. Jetzt fahren wir mal hier entlang. Die nächste müssen wir, glaube ich, schon rein. Da ist noch eine Horde. Kann ich auch dran vorbeifahren? Jawohl. Fahren wir mal dran vorbei. Ich glaube, irgendwann wird es ja auch aufhören, uns zu folgen, oder? Oder folgt ihr uns jetzt ewig lang? Ne, da habt ihr aufgehört, uns zu folgen. Begib dich zum Ort der Übergabe. Machen wir das doch locker immer noch. Das ist ein Umspannwerk. Ja, komm, das schauen wir uns mal gerade an. Ja, komm. Machen wir ein andermal. Komm, steig wieder ein. Wer oben kann sich auch drauf setzen. Ist ja ein super sicherer Platz. Deswegen, boah, mach das mal. So, und auf geht's zur Übernahme. Ein offenes Feld hier, oder? Hinten ist auch ein Berg, wo man da auch rauf kann. Wow. Hier sind nur Zombies. Na, kommt her. Ich fahr euch alle platt. Ich hab nämlich keine Munition mehr. Neuen Aussichtspunkt entdeckt. Ja, das ist doch super. Oh, wir haben auch nur eine Leiste, fällt mir gerade auf. So, ich sehe gar nichts. Boah, wie viele sind denn hier drin? Neuer Ort entdeckt. Komm, ich mach mal Licht an, dann sehen wir auch was. How's it going? Hey! Okay, fair trade. Alright. Hope the return trip goes well. So long. I'm headed back with the goods. Ready to move. Let's move.
Okay. Aber erstmal natürlich der Aussichtspunkt. Und dann schauen wir uns hier drin noch ein bisschen um. Wo war denn der Aussichtspunkt? Ach, da hinten. Ah. Machen wir natürlich. Dann haben wir wieder ein paar Punkte hier drauf. Ein weites Feld. Kletterst du mit hier rauf? Oder bleibst du da unten stehen? Lässt dich von den Zombies abschlachten. Made it. Gonna look around now. Feld? Okay. Ein abgestürztes Flugzeug. Okay, sag mal hier. Noch ein Feld. Toll, Feld. Schön, ein Feld. Mhm. Da hinten ist ein Park, also ein Windpark. Also auch da die Chance, Strom zu bekommen. Ein Fahrzeug. Ja, natürlich steht ein Fahrzeug. Ich habe es dir auch mitgebracht. Obstgarten. Mhm. Ist doch nicht so, als wären wir nicht gerade da drin gewesen. Mhm. Noch ein Fahrzeug. Da hinten ist noch was. Natürlich ist das ein Feld. Und da hinten ist auch direkt das Haus zum Feld. Looks like that's all there is to see. Gut, dass ihr uns das mitteilt. Wir sind schon wieder alle im Haus. Was soll denn das? Whenever you're ready, buddy. Help! Okay, da war wieder eine unserer Hilfe. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going. Joy, motherfuckers! Woo! Gotta think about defense too. Can't just wade in like that. Ach du Schande, ist gerade gestorben. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Ach du Schande, ist jetzt gestorben oder was? Ist jetzt in die Luft gejagt oder was? Hallo? Ist bescheuert oder was? Ja, verteidigen die mal ein bisschen. Oh, was ist denn da gerade passiert, die Arme? Heads up. We got zombies coming in. Was, da können wir nur... Okay, da können wir nicht so viel von tragen. Du bist nicht mehr überlastet. Nein, natürlich nicht. Aber das Haus möchte ich noch gerne durchsuchen. Ein Gehstock. Ich glaube, der ist aber ein bisschen besser als unser, oder? So, nehmen wir einfach mal den Gehstock. Zombies. Sollten wir es besser nicht laut machen. Ja, schade, dass wir den nicht mitnehmen können. Zack, hauen wir ihn einfach mal um. Oh, jede Menge Schränke noch, die wir durchsuchen können. Also, hier gibt es schon mal Essen, das ist gut. Wahrscheinlich wird sie auch nur Essen geben. Und einen Golfclub. Ja, wunderbar. Braucht man auch alles. I used to get roped into playing Santa at the company Christmas party every year. Man, I hated it. The costume was hot, the beard was itchy, and if the boss thought you weren't suitably excited about whatever crappy little novelty gift came out of the sack, he'd chew your ass out for bringing down morale. People used to hide when they saw me coming. You believe that? Grown-ass men and women hiding from Santa Claus. Böser Santa. Ja, was wohl ein Blöder, wa? Ein Schrank. Oh, gibt's hier Waffen? Das wäre natürlich super, wenn wir noch ein paar Waffen kriegen. So ein bisschen Luft, die zu tauschen. Noch ein Chakri. Wir bleiben bei Opis Liebling. Erstmal zumindest hier gibt's dann demnächst was zu essen. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. So, und dann geht's weg hier. Ja, komm, setz dich rein. Was ist das für ein Ding? Better get ready. We'll be on the scene if we keep going this way. Ja, bla bla bla. Du erzählst viel, wenn der Tag lang ist. Guck mal, da kommt einer. Hau den mal weg. Komm, verteidige mal ein bisschen mich hier. Ja, das machst du schön, Terrence. Lebensmittelressourcen, ein Kartenstecher und eine schicke Machete. So, fein hast du das gemacht. Ja, komm, wir fahren weg hier. Schnell, nix wie weg. Und zurück zu unserer Stadt, dann haben wir das auch schon erledigt. Da ist eine Horde.
Das ist sie bis hierhin gefolgt. Zombie-Horde alarmiert. Yay! Jesus! You going for the record? So, Zombie-Horde ist tot, aber unser Auto raucht jetzt ein bisschen. Ein verlassener Ort. Natürlich ist hier nichts mehr da, sonst wäre er ja nicht verlassen. So, Terrence, wir nehmen mal das Autoschien hier. Na komm, steig ein. Denn das ist noch relativ ganz. Nichts mehr da, das wissen wir doch schon. Ah, verschwinden wir. Der tankt das wieder hier dran. Kann ich durch die Büsche fahren? Oh Mann, mach die Tür nicht kaputt. Machen wir es halt so, dann reißt die ganze Tür halt mit ab. Ist mir auch egal. Tschüss, du. Jetzt kommen sie alle hier angelaufen, oder was? Riechen wir wie Speck, oder was? Wie Madenspeck. Ja, ich glaube, genauso riechen wir auch. Wie die Made im Speck. Da ist so ein kleiner Golf oder sowas, aber Golf brauchen wir nicht. Wir sind ja schon im Pickup. Ich fühle mich im Pickup ein bisschen sicherer gegen so Horden. Also in so einem kleinen Mini-Auto. Deswegen bleiben wir schön im Pickup sitzen. So, wir bleiben auf der großen Straße. Fremde, Vertrauen ist recht niedrig. Oh, guck mal, ein schöner, schicker Sportwagen. Können wir natürlich auch nehmen, wären wir auf jeden Fall schneller da. Aber ich bleib mal bei unserer Kiste hier. Die kennen wir ja schon zugute jetzt. Da steht ja ein anderes von diesen Autos, was wir schon eingerissen haben. Also Militär ist jetzt weg, oder was? Ich habe keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall nicht gut zu uns zu sprechen. Wahrscheinlich, weil wir halt nicht im Haus bleiben, wie er das von uns verlangt. Ist aber auch recht schwierig, nicht wahr? Boah, fahren wir dagegen. Solltest du eigentlich nicht, aber naja, egal. Soll uns nicht stören, wenn wir mal irgendwo gegenfahren. So ewig halten eh nicht. Na komm, Terrence. You got it from here? Okay, that's all we need. Ist überhaupt was dabei, Terrence? Ja, ich wollte gerade sagen, hat bestimmt da nichts oder was dabei oder so. Lebensmittel! Jo! Das sieht doch schon schön aus. Jetzt müssen wir wissen, was loswerden. Ich verkaufe einfach mal ein paar. Ich kann wohl nur 3 Stacks. Oder 3 pro Stack mitnehmen. Tatsächlich. Okay, dann kann sie wohl ein bisschen weniger tragen als unser Freund. Sehr schade. Na, aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge von State of Decay. Das nächste Mal würde ich sagen, holen wir uns den Opa zurück. Den Opa, den Doc zurück. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, euer Moscha. Ciao, ciao.